Mahlzeit, willkommen bei Hugos Hobbys und dem 14. Türchen im Adventskalender 2022. Heute geht es weiterhin um Tarnstreifen und diesmal welche, die ich als anschmiegend bezeichnen würde. Dafür habe ich diesmal ganze vier Modelle als Beispiele mitgebracht. Ich versuche mich trotzdem einigermaßen kurz zu halten und nicht zu viel zu erzählen, damit das Video nicht zu übertrieben lang wird. Wir fangen vielleicht mal mit dem ältesten Modell hier in diesem Video an. Das ist dieser Jagdpanzer 4 von Revell. Ich glaube, das ist ein ehemaliger Matchbox-Bausatz, da bin ich gerade nicht ganz sicher. Gut. Da fiel mir das Modell kurz runter und muss dann nach dem Video mal repariert werden. Sehr schön. Macht nichts. Ja. Also anschmiegende Tarnstreifen. Damit meine ich ein Muster, das aus mindestens drei verschiedenen Farben besteht. Grundanstrich plus zwei verschiedene Tarnfarben in Streifenform. Können auch Flecken sein, theoretisch. Aber bei Streifen sieht man das häufiger. Also auch dafür gibt es durchaus historische Belege, wenngleich auch diese Beispiele hier alle vier völlig frei erfundene Tarnmuster zeigen, ohne irgendein historisches Vorbild. Ja, man sieht hier an der Seitenschürze die beiden Farben. Und die schmiegen sich halt meistens, nicht immer, aber meistens so aneinander. Das heißt, hier sieht man es besonders deutlich. Dieses Khaki oder was das war, schmiegt sich hier so in dieses Schwarz hinein. Und die verschiedenen Farben berühren sich an ihren Rändern über große Strecken und stehen relativ selten alleine da. Also hier ist eigentlich auch schon wieder ein Beispiel für Netztarn, beziehungsweise auf jeden Fall schon verzweigte Streifen. Und auch hier auf dem Fahrzeug sehen wir es ganz gut, wie sich die Farben einander anschmiegen. Ja, damals, das wird wirklich eins meiner ersten 10 Modelle sein, würde ich mal sagen. Das habe ich gebaut, da war ich noch nicht mal volljährig. Da habe ich sogar die Räder in Silber bemalt. Die Kette war vielleicht mal silber bemalt. Da bin ich nicht mehr sicher. Ich glaube, die war im Original schon silber, so eine Gummikette. Und ist dann einfach so ein bisschen angelaufen im Laufe der Jahre. Nicht wirklich schön. Das Tarnmuster hat halt auch mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Ich bin gerade gar nicht sicher, ob ich das Modell schon immer so bemalt hatte oder ob ich das irgendwann übermalt habe. Ja, ich habe es irgendwann übermalt. Hier sieht man noch, dass ich ursprünglich für den Grundanstrich einen seidenmatten Farbton gewählt habe. So eine Art seidenmattes Khaki oder sowas. Puh, ganz, ganz schrecklich. Ich erinnere mich noch dunkel, wie das Modell mal aussah. War nicht schön. Bei dem Bausatz weiß ich gar nicht, ob es den heute noch gibt. Und dementsprechend, ob es da so viel darüber zu erzählen gibt. Wir gehen einfach mal zum nächsten Modell. Ebenfalls schon sehr alt ist der hier, Sturmtiger von Dragon. Und hier haben wir auch dieses anschmiegende Tarnmuster. Wir sehen das ganz gut, wie sich das Grün an das Braun immer anschmiegt. Dass da kein Stückchen Grün alleine steht, kein Stückchen Braun alleine steht. Die kommen immer zusammen vor, diese beiden Tarnfarben auf diesem Modell. Hier in dem Fall jetzt mit einer weichen Kante, also auch sowas kann man durchaus aufsprühen. Hier natürlich damals mit einem Pinsel aufgetragen, eine Airbrush hatte ich da noch lange, lange nicht. Also trocken gebürstet die Farben da aufgetragen, sodass so ein bisschen so ein weicher Übergang entsteht zur Grundfarbe und zwischen den Farben. Heute, wie gesagt, würde ich sowas sprühen. Ja, der Bausatz an sich ist ziemlich cool gewesen. Das ist ja, einer der ersten Dragon-Bausätze gewesen damals, glaube ich, in 1 zu 72. Als sie noch relativ neu damit angefangen hatten. Damals hatten einige noch Metallhüllen, also die Oberwanne hier von dem Sturmtiger, die ist komplett aus Metall, aus dickem Metall. Das ist ziemlich schwer, das Modell. Die Ketten sind Gummiketten, die ich für damalige Verhältnisse ziemlich gut bemalt habe, muss ich gerade mal feststellen. Sehen nicht so viel schlechter aus als heutige Ketten von mir. Ja, ansonsten waren ein paar Fotoätzteile dabei, hier hinten für die Bleche an den Auspuffrohren. Gute Detaillierung, wie man es kennt. Alles in allem ziemlich cooler Bausatz. Und auch die Farbkombination gefällt mir heute noch ziemlich gut eigentlich. Sprechen wir von guter Farbkombination. Das hier ist eine Farbkombination, die ich richtig, richtig geil finde. Ein Schneetarn-Sowjet mit sehr viel großen weißen Flächen und noch ein bisschen Grün, das durchguckt, kombiniert mit ein bisschen noch weniger als das Grün, Schwarz oder ja, also Anthrazit eher. So ein ganz dunkles Grau. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also das Tarnmuster.
Ja, auch hier sehen wir dieses anschmiegende Prinzip. Ich sehe gerade, es ist ungefähr 50-50, wie viel grün und schwarz da ist, aber sei es drum. Ein bisschen weniger schwarz wäre vielleicht besser gewesen. Aber auch hier, wie gesagt, sehen wir dieses anschmiegende Tarnmuster. Abgesehen von diesem einen kleinen Flecken hier an der Mündung, kommt keine Tarnfarbe ohne die andere aus. Die berühren sich immer irgendwo und stehen nie alleine. Was ich bei diesem Modell von PST das erste Mal ausprobiert habe, war Schneedarstellung mit Natron. Allerdings hatte ich vorher auch mit rostigen Pigmenten gearbeitet und deswegen hat man hier und da diese merkwürdigen, fast schon rosafarbenen hier im Kettenbereich und so, diese Effekte, die jetzt nicht gerade schön sind. Ich habe da tatsächlich das Natron auch einfach so benutzt, einfach nur ein bisschen mit Weißleim, glaube ich, aufgeklebt. Das war auch nicht das Beste, man muss da auf jeden Fall Farbe mit reinrühren. Das muss auf jeden Fall mit weißer Farbe gemischt sein, sonst sieht das relativ bescheiden aus. Aber alles in allem, das Modell ist jetzt nicht so super alt und das sieht man auch. Es ist schon bedeutend besser als die beiden, die wir zuvor gesehen haben. Aber noch besser wird es natürlich bei einem, bei dem ich mir noch weniger Arbeit gemacht habe. Den gab es jetzt auch schon mehrfach bei mir auf dem Kanal zu sehen. Dieser kleine BA6, der entstammt noch dem Tutorial zur Tabletop-Standardbemalung, wie ich sie nenne, wo die Bemalung einfach ein bisschen ja, schneller geht. Man sich mit den gerade sehr zeitaufwendigen Alterungsschritten ein bisschen sich mit einfacheren Methoden behilft und so dann so ein Modell innerhalb weniger Stunden von Bau bis kompletter Fertigstellung fertiggestellt kriegt. Aber es geht ums Tarnmuster, also auch hier ein sehr ja, neues Beispiel aus meiner Sammlung für ein anschmiegendes Tarnmuster. Auch hier sehen wir, dass an wenigen Stellen, wenn überhaupt irgendwo, die Tarnfarben getrennt voneinander auftauchen. Und auch hier sehen wir, wie aus dem vorangegangenen Video, auch Tarnflecken unterschiedlicher, also Tarnstreifen unterschiedlicher Breite. Hier zum Beispiel sowohl dieses Sand als auch das Anthrazit. Die sind hier beide sehr unterschiedlich breit in ihrem Verlauf der Streifen. Gut, das soll es aber auch an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, Leute. Und im nächsten Video geht es weiter mit umgebenden Tarnmustern. So nenne ich das. Das ist nochmal eine Steigerung dieses anschmiegenden Tarnmusters. Sehen wir aber dann morgen. Passt auf euch auf, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.